Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Discogs. Ja, Discogs ist natürlich auch eigentlich ein Online-Anbieter, aber es ist ein ganz besonderer und deswegen haben wir Discogs hier eine eigene Lektion gewidmet. Discogs ist nämlich eigentlich als Online-Datenbank gestartet. Hier hatten halt Privatpersonen oder auch eben Musikerlabels, wer auch immer, die Möglichkeit, sich ihre Musiksammlung, die sie vielleicht zu Hause haben, wo sie langsam den Überblick verloren haben, oder generell, wenn sie einfach nur neugierig waren auf neue Musik, auf alte Veröffentlichungen, konnten sie sich hier eigene Musiksammlungen zusammenstellen in sogenannten Collections oder eben, falls noch Wünsche offen waren, in sogenannten Wantlists, also im Prinzip eine große Online-Datenbank. Und später hat sich das Ganze dann zu einem richtigen Marktplatz entwickelt, weil man halt das Potenzial erkannt hat, dass, wenn ja hier schon so viele Nutzer sind, die eben auch in ihrer Wantlist zum Beispiel noch Dinge haben und jemand anderes hat dieses Stück, möchte es aber loswerden, warum auch immer, dann wäre es doch eigentlich schön, wenn man diese Leute zusammenbringt und hat deswegen Discogs zu einem Marktplatz umgebaut. In erster Linie werden hier physische Datenträger verkauft, also eben Schallplatten, Kassetten, CDs und ähnliches. Und deswegen hier vielleicht auch eher für die analogen DJs unter euch interessant. Aber es gibt auch geringfügig digitale Downloads, von daher darf man es auch nicht ganz außer Acht lassen, wenn man digital auflegt. Natürlich sind die Produkte oft gebraucht. Wenn es eben gerade um physische Produkte sich dreht, kann natürlich sein, dass jemand eine große Musiksammlung zu Hause hat. Diese möchte er auflösen, weil er seine DJ-Karriere an den Nagel hängt, weil er Geld braucht, weil er es einfach nicht mehr spielt, den Track. Und so kommt er natürlich an gebrauchte Produkte. Aber wenn es vorher ja limitierte Platten waren zum Beispiel, die ihr sonst gar nicht mehr bekommen hättet, ist es natürlich auf jeden Fall eine gute Sache. Wenn es dann an den Verkauf geht, dann wird der Verkäufer von Discogs kontaktiert, dass ihr eben Interesse habt. Der Verkäufer kontaktiert dann wiederum den Käufer eben. Und wenn der Verkauf zustande kommt, dann bekommt Discogs 8% Provision. Mindestens allerdings 10 Cent, also Dollarcent, und maximal 150 Dollar. Es ist natürlich auch schon vorgekommen, dass hier Raritäten verkauft wurden, die exorbitante Preise erzielt haben. Da wäre dann natürlich teilweise 8% Provision etwas unverhältnismäßig. Deswegen hier nochmal der gewisse Rahmen, der da abgesteckt wurde. Auf jeden Fall ist Discogs eine tolle Möglichkeit für DJs, an neue Musik zu kommen. Falls ihr selber eben auch möchtet, könnt ihr ja euch dieses Online-Archiv dort anlegen. So bekommt ihr vielleicht einen besseren Überblick, was ihr eben alles an Musik schon habt oder eben was ihr noch möchtet. Und ihr könnt hier direkt auch die Musik dann kaufen. Und das ist vor allem eben eine tolle Möglichkeit, hier an Raritäten, an besondere Stücke ranzukommen, an limitierte Stücke ranzukommen, die ihr so normalerweise nicht mehr finden würdet. Von daher schaut da bei Discogs auf jeden Fall mal vorbei. Auch eben für die digitalen DJs unter euch sollte man nicht ganz außer Acht lassen. Und auch als digitaler DJ kann es natürlich nicht schaden, wenn man die ein oder andere Platte zu Hause hat. Vielleicht kann man dann hier auch noch ein Schnäppchen schlagen, wenn man nicht immer die neuen Platten kaufen muss, um einfach ein bisschen zu üben oder für sich aus Leidenschaft da ein paar alte Platten wieder aufzulegen. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.